Liebe Freundinnen und Freunde der Violetten Garage, heute gibt es mal ein neues Video zum Thema Elektronen, wie sie heißen und wogegen man sie nimmt. Ich habe zu Michael halt gesagt, zu meiner Frau, ich werde ein Video machen über eine Geißel der Zivilisation. Sie hat gemeint, sie sei gemeint. Nein, sie ist nicht gemeint, es ist was anderes gemeint. Es ist nämlich die Hämorrhoide gemeint. Die Hämorrhoide, ich weiß nicht, ob ihr euch da richtig gut auskennt, hoffentlich nicht, weil das sind Dinge, die möchte man eigentlich nicht genau wissen am liebsten. Die Hämorrhoide ist ein Gefäßpolster, was am After den praktisch den Darmausgang verschließt. Das ist ein wichtiger Job. Und diese Hämorrhoide, je nachdem in welchem Zustand die ist, kann eine ganz schöne Menge Schwierigkeiten machen. Also die Hämorrhoiden leiden, die gibt es in 4 Stadien. Und naja, es gibt solche schöne Dinge wie Blut im Stuhl und dass die Dinger halb rauskommen. Also es ist wirklich nicht schön, man redet nicht gern drüber, viele Leute genau nicht gern zum Arzt damit. Auf der einen Seite ist es peinlich, auf der anderen Seite ist es richtig schmerzhaft, so ist zumindest wahrscheinlich der landläufige Eindruck von der Krankheit so. Es gibt jetzt in unserem Arsenal der Hochfrequenz eine extrem wirksame Waffe, wenn man diesen alten Handbüchern glaubt. Ich habe die gelesen und das ist eigentlich was über ganz viele Handbücher weggeht, dass es gegen diese Hämorrhoiden, die eine wirkliche Plage sind, dass es da dagegen Elektroden gibt in unserem Arsenal. Und zwar die Analelektrode. Ich habe 2 unterschiedliche Bauweisen davon gefunden. Die eine ist von einem Radiostat. Das ist die obere. Die ist anders gebaut als die untere. Bei der unteren ist praktisch die Eindringtiefe geregelt durch hier so eine kleine Einsparung. Und hier gibt es diese Einsparung nicht. Das heißt aber nicht, dass die Elektrode hier ganz rein muss, sondern das zeige ich euch gleich. Nicht an mir selber. Auch da gab es eine Diskussion, durfte ich wieder nicht machen. Wieder unter Androhung von der Scheidung, also es ist ein tatsächliches Pulverfass, die Herstellung dieser Videos. Aber ich habe wieder mal von der kleinen Fanny, von meinem süßen Welch-Corgi-Baby, was ausgeliehen gekriegt, wo ich euch das ein bisschen zeigen kann. So, die Handbücher sind sich drin einig, dass man vor der Anwendung diese Analelektroden, egal welchen Typ, schön eincremt und einfettet, dass die leicht reinrutschen können. Der Patient legt sich dazu auf die Seite und zieht die Beine in Richtung Brust an. Und dann wird das Ding ganz, ganz vorsichtig und ganz langsam eingeführt. Am besten von der zweiten Person. Gut. So, ich zeige euch das mal hier. Das ist ein Spielzeug von der kleinen Funny Maus. Das mag sie sehr gern. Ich nehme das jetzt mal und demonstriere euch mal daran so ein bisschen die Sache. Das heißt, diese große Elektrode hier, die geht nicht tiefer rein als vielleicht bis zur Hälfte. Je nachdem, ein Drittel lang da auch schon. Die darf aber nicht ganz rein. Da darf nur der vordere Teil rein, so etwa bis zur Hälfte. So. Bei der anderen Elektrode, da wo die Einkerbung drin ist, da kann man im Prinzip bis nachher, die sitzt dann. Das heißt also, der Muskel an der Stelle, der sitzt dann genau in dieser Einkerbung drin. Und dann schaltet man das Gerät auf ganz, ganz niedrige Stärke. Die Behandlung würde ich vielleicht einmal pro Tag machen. So, jetzt nochmal die Elektroden auf den Tisch. So. Behandlung einmal pro Tag. Seid vorsichtig damit. Interne Anwendungen muss man immer extrem vorsichtig sein. Im Prinzip war es das. Falls ihr je was habt, wünsche ich euch sau viel Erfolg bei der Anwendung. Seid vorsichtig. Denkt dran, es ist nebenwirkungsfrei. Die Gläser sind dick, die sind für interne Anwendung gemacht, aber trotzdem, bitte lasst eine Vorsicht walten, wenn ihr die benutzt. So. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen, entspannten Abend und viel Spaß mit dem Video. Bis bald.